Lars, Josef und ich. Naja, wir wollen gemeinsam verreisen. Nach Spanien? Hast du jemals mit einer Frau geschlafen, Josef? Die Weinstraße. Die Weinstraße? Ich will wissen, wie sich ein Frauenkörper anfühlt. Oh. Ich will Sex! Ich will poppen! Soll ich meine Eltern bitten, mich in ein spanisches Bordell zu fahren? Wohl kaum. Die drei Freunde, Philipp, Lars und Josef, verbindet eine gemeinsame Sehnsucht. Sie hatten noch nie Sex. Und das soll sich schnellstens ändern. In der mehrfach preisgekrönten belgischen Komödie Hasta la Vista. Ich habe keine Lust mehr zu warten, Lars. Nur im Zimmer zocken und sich Pornos reinzuziehen, das bringt's nicht. Ziel der Reise ist ein Bordell an der spanischen Küste, das auf ihre Bedürfnisse eingestellt ist. Doch es geht um mehr als Sex. Dieser Roadtrip der besonderen Art erzählt von Freundschaft, dem Wunsch nach Selbstbestimmung und Unabhängigkeit. Die Idee ist entstanden, als ich im Mai 2008 im belgischen Fernsehen eine Dokumentation über einen jungen Mann gesehen habe. Er hat ein paar Freunde zusammengetrommelt, um mit ihnen nach Spanien zu reisen und sich dort entjungfern zu lassen. Und diese Jungs waren behindert. El Cielo, Club Selecta. Ein Luxushurenhaus extra für Jungs wie uns. Um was zu tun? Josef, was glaubst du? Als ich das Angebot bekam, das Drehbuch zu schreiben, wusste ich eigentlich sofort, das ist eine großartige Geschichte, die will ich erzählen. Mit vollem Elan organisieren die drei Freunde ihren Trip und tarnen ihr wahres Vorhaben vor den überfürsorglichen Eltern als Weinreise. Ein paar Schlösser in Frankreich. Und im Anschluss daran in die Rioja in Spanien. Spanien. So weit? Und dann noch ein paar Tage in einem Bungalow an der Küste. Die Eltern sind nicht so begeistert, geben dann aber doch ihre Zustimmung. Ach, schön. Aber die Sache hat einen Haken. Deine Eltern werden dich nicht fahren lassen, das ist ja wohl klar. Wir müssen es ihnen ja nicht erzählen. Er ist eine Frau. Sollen wir mit einer Frau in den Puff fahren? Ist sie hübsch? Ich habe mich direkt hineinstürzen müssen. Ich hatte keine Wahl. Ich habe einfach Gas gegeben. Wir drei Fraggles gefangen, woohoo, mit einer fetten Französin. Philipp, wir haben keine Wahl. Wir müssen nehmen, was da ist. Zack, zack, wir haben jetzt schon genug Zeit verloren. Philipp hat das große Mundwerk. Er ist der Vorreiter. Es ist seine Idee, sein Plan. Hey, fass mich nicht an! Obwohl er körperlich am wenigsten kann, ist er derjenige, der den Ton angibt und auch die größte Klappe hat. Kannst jetzt mal weitergehen? Los, dumme Sumpfkuh! Obwohl er eigentlich ein großes Herz hat. Ich war der totale Idiot. Josef! Josef! Josef ist derjenige, der nichts sieht, aber er ist auch derjenige, der Claude gegenüber keine Vorurteile hat. Und so kann man wirklich von blinder Liebe sprechen. Echt ein Blind. Auf die Reise? Auf die Reise. Hey, hey, Pfoten weg! Drei kleine, hilflose, witzige, ergreifende, mutige, seelenvolle Wesen. Ich finde schön, dass man nach einer gewissen Zeit vergisst, dass sie behindert sind. Es ist dann einfach eine Geschichte über drei Freunde. Sie haben alle eine Einschränkung, aber wer hat die nicht? Es kann doch steif werden. Ja, es gibt im El Cielo sicher auch Männer. Wie wär's mit einem knackigen Antonio Banderas? Du und Lars, ihr kommt immer an erster Stelle bei mir. Philipp, halt die Fresse. Ich hab keine Zeit. Scheiße, wie könntest du mir das antun? Versprochen. Die nächste Runde geht aufs Haus. Sex für alle. Ob sie das Ziel ihrer Träume erreichen? In jedem Fall ist Hasta la Vista eine berührende, amüsante und kluge Tragikomödie. Um drei außergewöhnliche Protagonisten, die niemals aufgeben. Hasta la Vista, ab 12. Juli im Kino.